Herzlich willkommen zu einer Folge über FNAF. Was bedeutet das Spiel hier? Ist irgendwas mit Rebooted Plus? Ja, der Returns to Freddy's Rebooted Plus, so ist das Spiel. So, wir chillen jetzt hier. Wir werden diese Nacht hier heute sehr gewinnen, habe ich gesagt. Dritte Nacht wird jetzt gewonnen. So, diesen Kack-Ventilator ausmachen. Was denke ich hier? Balloon Boy. Gut, bis 1 Uhr muss ich nur auf Balloon Boy achten. Ab dann wird Puppet kommen und die anderen. Das heißt, so gut wie gar kein Strom muss ich, darf ich jetzt verschwenden. Weil das andere wird problematisch. Stimmt zu machen. Ja. Und schaut man ja ans Sound, wenn Balloon Boy im Schacht ist. Sollte das eigentlich kein Problem sein? Seh dich. Ist bei dir hoch? Ich hab keine Ahnung. Da kommt der Puppet oder so. Danke schön. So, Puppet ist noch da. Dann schnell flackern, flackern, flackern. Flacker ihn weg. Ja, wer war das? Bonnie, Freddy? Irgendeiner von beiden. Kurzes Frei. Kurz also Freizeit. Zwei Uhr. Ganz schnell weg mit dir. Keiner will dich haben. Ich muss auch gleich noch auf Freddy ganz schnell achten. Und auf Foxy. Oh Gott, das wird problematisch. Das wird problematisch. Freddy und Bonnie muss ich achten. Puppet. Nein! Oh, das war knapp, das war knapp. Es wäre beinahe in die Hose gegangen. Wirklich war es nur beinahe. Geht er? Nein! Ich weiß nicht, ob ich ihn abgewehrt habe. Ich hoffe es einfach mal. Ah, Freddy. Kurz aufmachen. Strom sparen. Modus. Okay, schnell flackern. Bitte gehen Sie, Balloon Boy. Es ist 4 Uhr. Ah, der Strom wird, der wird so weg sein. Strom wird uns hops nehmen. Sorry, ich kann jetzt nicht. Sag mal, du bist. Foxy abzuwehren. Ah, sorry. Ey, wenn es jetzt auf 5 Uhr umspringen würde, wird es ganz knapp sein mit dem Video. Ach so.
Oh Mann, wenn's jetzt. Oh, nee, gut. Ich könnte eigentlich schon mal aufmachen, aber. Als ehrlich, was nützt es uns ja verloren? Ja, nee. Schwierig. Ja, ich weiß, was du kannst. Oh, nee. Ja, das ist echt noch ein Problem, die alle, ja. Nerv mal, nee. Gut, also jetzt heißt es wieder warten, bis uns der kleine Bindungbeuer auf den Sack geht. Problem ist immer der Strom und gerade war Bonnie aber. Ah. Schwierig. Ne, ich lasse jetzt die Kamera unten bis kurz vor eins. Also, die dritte Nacht muss ja schaffbar sein. Es gibt eine vierte und eine fünfte Nacht. Ich probiere jetzt mal eine Runde den permanent anzuleuchten, ob das was bringt. Es bringt was. Ihn kann man permanent anleuchten. Es ist nicht so wie Foxy. Okay, das ist gut zu wissen. So, jetzt hör zu. Foxy, checken. Foxy anflaggern. Hoffen, dass dazwischen keiner irgendwie penetrant nervig wird. Okay, er wird penetrant nervig. Gut ist ja, dass die erst angreifen, wenn es auch wirklich so, wenn man auch wirklich sie abwehren kann. Ist das Gute. Ey, war ich jetzt ernsthaft eine Millisekunde zu spät? Eine Millisekunde. So, jetzt wird wieder an. Ich weiß nicht, ob man ihn wirklich permanent anleuchten kann oder ob das der Fehler war, dass ich ihn permanent angelöscht habe und nicht geflackert habe. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde ihn wieder anflackern. Das hat ja immer ganz gut funktioniert. Es ergibt so Sinn, warum permanenter Strom runtergeht. Weil die Türen sind kaputt und scheinbar sind die wahrscheinlich nicht rum, was weiß ich. Weil an sich dürfte es jetzt gar keinen Strom verlieren, weil ich nutze keinen Strom aus diesem Kackventilator, aber. Das kann ich schon dafür, dass der Ventilator läuft. Ich kann ja nicht ausmachen. Mit dir. Ich sollte mal so lange den loszuwerden.
Wieso? Squads, Foxy aufpassen. Muss sich nämlich gleich bewegen. Ja, da ist er. Da ist er, da ist er, da ist er. So, im Hallway 02 ist er wieder. Schnell wegleuchten hier. So, er ist weg und Barney nervt. Da ist niemand, kann ich kurz aufmachen. Freddy nervt von da drüben. Hühnchen. Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen. Hä? Wo kommst du denn jetzt eigentlich her? Wo? Du hattest weder Sounds gemacht, noch warst du in der Cam. Wie? Spelunpa ist sneaky as fuck unterwegs. Also den loszuwerden, das könnte kompliziert werden. Normalerweise hat man ja einen Sound gehört, das ist ein Lüftungsschacht-Sound. Ganz chillig und dann war er. Irgendwo da. Und da kann man den wegleuchten, aber jetzt macht er keine Sounds mehr und die sehen kaum noch auf die Camps. Das ist das Problem. Vielleicht braucht er gute reife Aufmerksamkeit, was weiß ich. Ich glaube, die sind auch irgendwann zu was gut. Weil für was sollen sonst die Kamera sein? Wenn die Runden gehen an sich gut, vor allem jetzt die letzte Runde war stromtechnisch mega gut. Aber Balloon Boy, der kleine Miese, hat mich da einfach gekillt. Oder hat die Batterien geklaut, deswegen gehen die Türen. Ach, was weiß ich, irgendwas hat er gemacht. Oh, Stichwort. Ich mach das jetzt so. Es geht, also mache ich so. Ne, da, weg ist er. Foxy Cam. Ich habe auch das Gefühl, dass er langsamer wird, wenn man so öfter mal auf ihn guckt. Auch ganz gut. Ach Mensch. Da war einer. Okay, den muss man ja anflackern, das ist nervig. Komm. Bunny. Ist niemand mehr. Schacht rechts checken. Huhn. Das meine ich, dieses Geräusch macht er normalerweise. Hat er vorhin nicht gemacht. Und jetzt ist er da. Ich habe ihn doch angeleuchtet. Aber er kriegt mich trotzdem aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also ich leuchte ihn an. Er hätte eigentlich nicht angreifen können. Aber aus irgendwelchen Gründen kann das doch. Ja, nee. Ich habe diesmal sogar gemerkt, dass er da ist. Ich bin sogar auf die Kamera gegangen, habe ihn angelöscht und er ist nicht gegangen. Ja, wir probieren jetzt das noch einmal. Wenn es jetzt nichts wird, dann ist mir egal. Wenn ich aber die Folge und ihr seht ein bisschen, wie ich gejumpscared werde.
So, ja. Na, ich leuchte jetzt wieder an. Vielleicht ist das doch irgendwie der Schlüssel zum Erfolg. Komm, geh. Bitte. Hier checken. Foxy. Tür und Foxy, ja? Das ist jetzt das, was ich machen muss. Claire, komm da. Der kleine Puppet. Tür zu. Auf die Ankunft von Foxy warten. Foxy. Geh. So, gleich wird Barney ins Büro kommen. Sag ich doch. Barney ist weg. Freddy Fazbear kommt. Tür zu. Wo bin ich los? Ah, da ist er diesmal. Er hat diesmal keine Sounds gemacht. Penetrant auf. Ich sag's lieber nicht. Drüben ist frei an sich. Weiß nicht. Das könnte schon zu spät sein. Das könnte schon zu spät gewesen sein. Bob Puppet. Foxy's on the road. Könnte also klar kommen. Ne, das war nur Bunny. Ja, ich sag's nur, da könnte klar kommt also. Ey, ist noch nicht mal 3 Uhr, ne? Und ich habe schon mehr als 50% verbraucht. Ah, okay. Das wird eine knappe Nacht. Ach nee, es war Bunny, der verschwunden ist. Der braucht nur Foxy, um wegzugehen. Kurz aufmachen. Alle checken. Bunny. Geh mal bei Mitte. Kurz zu und guck mal Nacht, Mitte. Sicher ist keiner da, ich kann es nochmal aufmachen. Oh, Freddy. Ich sag mal, ich hab die Tür offen gelassen. Keine Ahnung, ob da jetzt jemand reingekommen ist. Den ich ja eigentlich ungern hätte. Ah, lass mal. Foxy kommt. Huhn. Kurz auf Foxy aufpassen. Foxy? Oh, das könnte eine knappe Kiste werden und ich könnte es schaffen. Okay, es ist 5 Uhr. Oh Gott, das wird so knapp. Das wird jetzt so knapp. Oh nee, für die. Ah, Tür auf. Vielleicht wird's noch einmal. Ah, nee, das wird nichts mehr. Die Nacht ist gelaufen. Kann ich machen, was ich will. Foxy mit mir jetzt da den Chaos machen.
So, ich konnte nur einmal Bonnie abwehren. Ah, nee, das wird jetzt nichts mehr. Sein, die Uhr springt jetzt da um. Dann wird's noch was. Aber ansonsten aus. Ich glaube, ab jetzt kann man nicht mehr gewinnen, weil Freddy da ist. Ich hab's geschafft! Ey, ich find's so scheiße, dass man das Spiel noch Vollbild haben kann, aber... ich hab die dritte Nacht geschafft! Ey, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. In der nächsten Folge schauen wir uns die vierte Nacht an. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da für diese grandiose vierte Nacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss.